Hamburg spielt eine große Rolle. Hier ist der Sitz der Hanne-Dabowen-Stiftung in Hamburg-Harburg. Und die Stiftung war uns ein ganz wertvoller Kooperationspartner, unterstützt uns von Anfang bis Ende in diesem gemeinsamen Anliegen. Es ist ein großes Anliegen. Zwei Stationen richten eben Hanne-Dabowen, der wirklich außerordentlichen Jahrhundertkünstlerin, eine gemeinsame Retrospektive aus. Ziele der Stiftung war, dass natürlich ihr Tatort hier erhalten bleibt, dass es auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und dass wir ganz konservativ und solide wirtschaftlich handeln und dass es nicht in irgendeiner Form plötzlich in Auktionshäusern alles landet. Meine Lieblingsidee ist aber die Veröffentlichung ihrer Tagebücher. Die lagen drüben im Zimmer auf dem Tisch, ihre ganzen Kalender, kleine Tagebücher. Sie hat ja jede Stunde praktisch aufgeschrieben. Und da sagte sie immer, wenn sie bei uns zum Mittagessen war, heute steht ihr auch wieder da drin, weil wir über das und das mal geredet haben oder dieses haben wir gegessen oder dieses haben wir getrunken. Und da habe ich sie gefragt, ob wir das dann nach ihrem Tode auch veröffentlichen dürften. Und das hat sie mir gestattet und das sagt sie, natürlich darf das sein. Und das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Nachwelt. Wir stehen hier im ersten Arbeitsraum von Hanne Dabowen, den sie genutzt hat, als sie aus New York zurückgekommen ist. Und sowohl für Bonn als auch für München war es im Zusammenhang mit einer Retrospektive ganz wichtig, eben Objekte aus dem originalen Atelierhaus auch zu integrieren, um den gedanklichen Kosmos dieser wirklich Jahrhundertkünstlerin zu umfassen und verstehen zu können, nachvollziehen zu können. Im Haus der Kunst in München sind Hanne Dabowens Arbeiten unter dem Überbegriff der Aufklärung zu sehen. Wir haben hierbei eben drei Schwerpunkte gewählt, auf die wir uns speziell konzentrieren wollen. Zum einen ihre Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, dann das Thema der Musik in ihrer Arbeit und als drittes wichtiges Thema das Thema der Literatur, ihrer Inspirationsquellen und ihrem Selbstverständnis des Schreibens. Sie hat sich ja sozusagen als Schreiberin verstanden, aber auch als Komponistin. Und hier befinden wir uns eben jetzt in diesem Musikzimmer, was auch rekonstruiert werden wird in der Münchner Ausstellung. Well, in the context of making this exhibition, what I was really after is to examine Dabowen's work through the principle of the Enlightenment, which one can say is deeply embedded in her entire conception of our practice. Well, Musikzimmer is actually not a work. Musikzimmer is partly derived from an environment in her studio, within which the examination of the question of composition of music emerges because this very strong element of Dabowen as a composer has been a part of her work since the late 1970s, 79, 80, when the first compositions began to be performed in public. Other work, though, that is really at the epicenter of the exhibition is Kulturgeschichte, shown here for the very first time in Germany. Now, this work, one can argue, really represents the black box of Dabowen's work. It is within this work that one can say we'll find every facet of our thinking incorporated. So Kulturgeschichte in itself is an event within the career of Hanne Dabowen. And then, of course, one can look at Quartet, which really one can argue is the first and only work that one can argue is a feminist work in Dabowen practice, even though I'm very sure where she'd be alive, she would not agree to the fact that this is a feminist work. It's dedicated to four
important female figures, Virginia Woolf, Marie Curie, Rosa Luxemburg, and of course, Gertrude Stein. I think, though, that the entry portal into Darboven's career is the 100-year Abyssée, because here the very way in which numbers and systems are inscribed in her work becomes one way of understanding her entire methodology of compositional practice. Hier in der Bonner Retrospektive dreht es sich um die Begriffe Zeit, Geschichte, Politik und Biografie. Zur Zeit kann man sagen, dass das immer bei Darboven eine große Rolle spielt. Sie schreibt die Zeit fort. Sie versucht, als Zeuge so stark dabei zu bleiben, dass sie auch körperlich die Zeit mitschreiben muss auf den vielen Blättern, die dann letztendlich auch in den Ausstellungen zu sehen sind. Zur Politik und Geschichte ist es wichtig gewesen für uns, um die Bonner Geschichte auch mit einzubringen. Das bundesrepublikanische Bonn war die Begleitung des Lebens von Hannah Darboven. Und das wird klar beispielsweise in einer Arbeit wie Ost-West-Demokratie 1983. Das Biografische sehen wir vor allem auch sehr stark in den Tageskalender von 1966 bis 2009, die als Primeur hier zum ersten Mal auch in einer Ausstellung zu sehen sind und die alle möglichen Querbezüge zur Zeitgeschichte, zur Darbovenschen Geschichte und zu der Entstehung der Werke uns liefern. Kinder dieser Welt ist eine sehr zusammenfassende Arbeit, eine Arbeit, in der die unterschiedliche formale Ebene bei Hannah Darboven auch zusammenkommen. Es gibt nicht nur die Zeitrechnungsblätter, es gibt nicht nur die Zeitfortschreibung, es gibt auch die Partituren mit den vielen Noten. Es gibt aber auch Objekte mit den Puppen von Kindern, die man hier auf verschiedenen Stühle und Sofas sieht. Für Darboven war das auch eine hoffnungsvolle Arbeit. Die Arbeit ist entstanden nach dem Kalten Krieg, nach der Wende in der Welt und nach der Wende in Deutschland. Und für sie sind die Kinder auch gewissermaßen so ein Statement, was man sagen könnte mit, das ist ein Prinzip Hoffnung, was sie dort nochmal darstellt. Und Kinder dieser Welt ist in dem Sinne eine zukunftsweisende Skulptur und Installation.